Hallo zusammen, hier ist Besky von Free Camp Live. Ich stehe momentan in der Göschener Alb vor diesem Staudamm und ich möchte euch 8 Stellplätze hier zeigen, wo man offiziell buchen kann und mit dem Wohnmobil hinfahren kann, in den Bergen campieren, übernachten und die ganze Bergwelt genießen kann. Upsi, was ist denn das? 1,8 Meter Höhenbeschränkungen. Da passt ja gar kein Wohnmobil hin. Was ist das für eine Kacke? Ja, nee, Höhenbeschränkung, das geht ja gar nicht. Ich bin schnell zum Restaurant raufgelaufen und habe mich da informiert. Es gibt eine Höhenbeschränkung, wie man jetzt da gesehen hat, aber wenn man hier einen Stellplatz gebucht hat, dann bekommt man einen Schlüssel und man kann diese Höhenbeschränkung hier wegschwenken und kann trotzdem auf den Platz fahren mit dem Wohnmobil. Ja, Gott sei Dank, ich habe jetzt fast gedacht, sie haben diese 8 schönen Stellplätze hier auf der Göschener Alb gestrichen. Aber es ist eigentlich nur wegen den Wildcampern, die hier oben wild parkieren und übernachten. Das möchten sie natürlich nicht und das kann ich auch verstehen. Darum haben sie jetzt diese Höhenbeschränkung hingebaut, dass sie auch ein bisschen Kontrolle haben, wer da hier unten übernachtet und wer halt auch nicht. Das sind jetzt diese 8 Plätze, diese Stellplätze. Oh, auf diese Saison haben sie sogar einen Mülleimer hier montiert. Sehr gut. 2 Plätze sind mit Stromanschluss und die restlichen 6 Plätze sind halt ohne Strom. Aber es ist zu empfehlen, hier zu reservieren, weil ich denke, diese 8 Plätze sind relativ gut ausgebucht über die ganze Saison hin, weil seht euch mal diesen schönen Platz an und diese schöne Bergkulisse. Man blickt natürlich hier auf eine schöne Bergwand und ein bisschen Schnee hat es noch. Wunderschöne Natur und das ist jetzt eben, wie gesagt, dieser schöne Platz, wo man hier mieten kann, reservieren kann, buchen kann, um hier eine gute Zeit zu verbringen, die Bergwelt genießen und die Plätze sind aufgeteilt, also sind beschriftet und klar definiert, wo welcher Camper stehen muss. Finde ich gut, man hat seinen Platz und weiß, wo man das Auto hinstellen kann und kann hier wandern gehen und so weiter und so fort. Also die Plätze sind nicht allzu groß, also für 2 große Wohnmobile sind diese Plätze mit Stromanschluss vorgesehen und die anderen Plätze sind relativ klein, also das da ist jetzt ein Platz, Platz Nummer 8, also ein kleiner Kastenwagen, 6 Meter wird da noch reinpassen oder ein VW-Büsli. Allzu groß dürfte dann das Wohnmobil dann schon nicht mehr sein, sonst hätte man hier einfach zu wenig Platz. Das ist die Stromsäule für die 2 größeren Wohnmobile. Tarif, Stromsäulen, Schlüssel beim Berghaus kann man den für ein 20-Franken-Depot holen. Dann WC-Anlagen, wie gesagt, oben bei der Bushaltestelle. Keine Entsorgung, Fäkalien, Grauwasser, Schwarzwasser, Restmüll dürfen wir da nicht entsorgen. Maximaler Aufenthalt 48 Stunden und der Stromanschluss kostet 5 Franken für 24 Stunden. Das ist eigentlich noch fair. Und wie viel die Plätze jetzt kosten, weiß ich nicht. Das kann man auf der Webseite natürlich auch nachschauen. Und ja, so ist das eben halt. Hä?
Aber ich finde es gut, dass sie wenigstens etwas anbieten für Wohnwagen und Wohnmobile, dass man da wenigstens hier auch stehen kann, weil beim Campingplatz unten ist meistens voll. Dieser Zeltplatz Matli heißt das. Ich werde es mal da schnell runterfahren und euch dann kurz von oben ein bisschen zeigen, wie das ausschaut. Aber meistens sind da feste Plätze und wenn man da als Tagestourist kommt, ist da nicht immer die Garantie, dass man da einen Platz hat. Da im Hintergrund sieht man die Staumauer und das wäre der Campingplatz. Ich komme jetzt da nicht näher, sonst kann ich nicht alles filmen, bin ich zu nahe. Und wie schon gesagt vorhin, es hat die meisten Plätze sind hier. Oh, da unten sind noch Kühe. Die haben mich jetzt da so böse angemut. Hallo. Ja, also die meisten sind feste Plätze und man bekommt da nicht immer einen Platz, wenn man hier auf diesem Zeltplatz Matli in der Göschener Alb übernachten möchte. Ja, ein paar Schafe hat es auch noch im Hintergrund. Und die Kühe schauen immer noch. Gut, ja, das wäre der Zeltplatz Matli. Und hier im Berggasthaus Damagletscher kann man einen Campingplatz reservieren. Aber ich denke, das wird einen Vorlauf brauchen, weil die ersten Camper vor Saisonbeginn stehen, die da schon und warten auf einen Platz wahrscheinlich. Hey, es gibt sogar einen Kinderspielplatz und ja, der Wind pfeift mir da ordentlich um die Ohren. Und man kann da sogar Kristalle kaufen, aber ja, die Saison hat noch nicht begonnen. Ich laufe jetzt da schnell ein bisschen zum Staudamm rauf. Mal schauen, wie viel Wasser diese Saison drin ist im Frühling. Wandern geht natürlich auch um den Stausee rum und in den Bergen hier in der Göschener Alb. Ein sehr schönes Wandergebiet. Also wer hier mit dem Camper steht, der kann da hier noch ein bisschen rumlaufen. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich spaziere jetzt ein bisschen dem Damm entlang. Es windet aber eben, wie gesagt, sehr heftig, manchmal so böenartig. Und den Schnee hat es da überall weggeputzt. Es ist jetzt Ende Mai. Also der 31. Mai und wie gesagt, in 2 Tagen wird hier alles eröffnet. Das Restaurant geht auf, die Stellplätze kann man buchen und so weiter und so fort. Und oben der ganze Schnee ist weg, es gibt keine Lawinengefahr mehr hier auf diesen Hängen. Der Wanderweg ist eröffnet und somit kann die Sommersaison beginnen. Sogar Bänkli haben sie montiert, um diese grandiose Aussicht hier genießen zu können. Also kommt hier hin, das ist ein super Tipp von mir, ein Geheimtipp, Göschener Alb. Reserviert diese Stellplätze,
genießt das Campingleben hier oben in den Bergen. Also das ist wirklich fantastisch. Ja, und hier an dieser Mauer sieht man ganz klar, wie hoch das Wasser kommen kann. Ist schon gewaltig, wie viel Wasser hier sein könnte. Aber momentan ist da wahrscheinlich, ich sage, die Hälfte des Fassungsvermögens dieses Staudamms drin. Wird wahrscheinlich Ende Sommer ein bisschen mehr sein. Aber jetzt sieht das so aus. Herrliches Wetter wieder erwischt. Und ich denke mal, wenn es so schön ist, ich habe eine Tasche dabei hier. Diese. Und ich denke, wir fliegen mal über diesen schönen Stausee und genießen das Bergpanorama. Also viel Spaß bei diesem Flug. Und das sind die Stellplätze nochmal von oben. Neben dem Restaurant hat es auch noch Toiletten, die man benutzen kann. In der ganzen Göschener Alp ist das Campieren verboten, außer auf dem Campingplatz und auf diesen 8 Stellplätzen. Ja, das muss auch dieser Overlander hier leider feststellen. Ja, ich will euch schnell einen Wasserfall zeigen. Der ist beim Hochfahren oder beim Runterfahren von dieser Göschner Alb auch gibt. Auch sehr schön. Das Wasser stürzt da entlang dieser Schlucht. Talwärts. Und hier gibt es einer von
zahlreichen Wanderwegen. Und er würde jetzt da in den Wald hinein raufführen. Also eine super schöne Kulisse erstens mal und dann wirklich ein sehr schöner Wanderweg, auch ein bisschen halt im Wald drin, dass nicht die volle pralle Sonne auf einen scheint. Und ich schaue da mal schnell, wohin das führt eigentlich. Ja, Steg Laue 45 Minuten Göschenen 1 Stunde 25 und zur SAC-Hütte Voralp-Hütte 2 Stunden 30 und so weiter und so fort. Also da gibt es zahlreiche Wanderwege. So, wenn euch das Video gefallen hat über diese 8 Stellplätze hier auf der Göschner Alb, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und begleitet mich bei meinem nächsten Video wieder. Ich freue mich sicher drauf, wenn ihr wieder dabei seid und ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen! My appetite, don't leave me high and dry.